Für mich ist das Geheimnis des Ruhegebetes, dass in der Zurücknahme des eigenen Wesens und das Anrufen des Namens Jesu eine solche Wandlungskraft, eine solche Kommunikation mit dem Göttlichen geschieht, dass dadurch Wandlung, neues Leben und letztlich auch ein Geschmack von Ewigkeit zu spüren ist. Und die trägt und die wird auch, glaube ich, den Tod einmal leichter machen in dieser Welt. Ich hoffe, denn ich hatte zeitweilig doch sehr Angst vor dem Tod und glaube, dass durch diese Ruhe und Gelassenheit, die ein Geschenk Gottes sind, auch der Übergang dann einfacher wird. Von dieser Welt in die kommende Welt. Ja, man wird sensibler, liebevoller, auch der Schöpfung gegenüber und den Geschöpfen. Dazu gehört natürlich dann der Mensch, aber auch den Tieren gegenüber, vor allen Dingen Kindern gegenüber und den Pflanzen und der ganzen Schöpfung. Man wird sensibilisiert durch die Schöpfung, den Schöpfer zu ahnen oder ihn zu spüren, dass es eine Kraft gibt, dass es jemanden gibt, der das Ganze geschaffen hat und auf den die ganze Entwicklung und das ganze Leben hin wieder sich ausrichtet.